Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Drinkfest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Wir befinden uns hier immer noch, das ist hier Baccarat. Ich war trainieren. Ich meine, 3 Level gemacht. Jetzt haben wir 28, 27, 26 und 25. Und jetzt wird es langsam arschig vom Spiel. Aber so richtig arschig, weil die Erfahrungspunkte, die brauchen über 10.000. Und ich krieg nur Erfahrungspunkte so gerade mal 200 bis 300. Das ist wirklich nicht gerecht. Man muss ja dann stundenlang kämpfen. Wirklich, stundenlang. Und die Gegner, die hauen ja auch noch rein. Also, da hätten sie schon 600 bis 800 geben können. Damit man hier irgendwie ein bisschen schneller levelt. Aber nein, so ist es halt. Gut, unser nächstes Ziel ist, Moment, ich muss mal kurz die Karte aufmachen. Da. Argonia, genau, Argonia. Aber ich habe in der laufenden Woche Kommentare bekommen, was ich noch vergessen habe. Und das würde ich gerne heute nachholen, damit es nicht in Vergessenheit geraten kann. Müssen wir zurück zur Hütte, wo wir den Käse bekommen haben. Achso, wartet mal, bevor ich irgendwas mache. Ich habe in Schwert und Courage reingebaut. Die Talentpunkte und wir haben hier Vollheilung bekommen, wo der Charakter auf 28 gekommen ist. Zum einen haben wir hier nichts Neues und hier weiß ich gar nicht, ob der Faltenhieb alt ist. Ich glaube nicht. Also, ich glaube schon. So, hier genauso Keulen und Humanität und er hat Magie teilen gelernt. Hier ist alles normal. Und ganz neu, dass er jetzt kritische Trefferchance, dass die kritische Trefferchance erhöht. Wenn er Keulen und diese andere Waffe angelegt hat. Ja, das war's. So, Jessica genauso in Stäbe und Peitschen. Sie hat definitiv was Neues, das weiß ich. Und zwar hat sie einmal Abschirmung gelernt. Das hat sie vorher nicht. Und zum anderen hat sie noch Esculapstab. Keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Ist ein Heilzauber, was mich echt gewundert. Und oh lala. Ja. Das haben wir schon mal gesehen. Auf dem Wasser. Jetzt hat sie endlich auch die Attacke. Wir werden die uns mal alle anschauen. Und zum anderen. Nee, hier ist nichts Neues. So. Angelo, Bögen und Charisma, der hat immer noch am wenigsten. Hier hat der Vollheilung auch schon gelernt. Schwupp, neue Chance. Ich habe gerade keine Ahnung mehr bei ihm. Auf jeden Fall. Engelsblick ist definitiv neu durch den Charisma. Und der Rest müsste eigentlich alt sein. Zynisches Lachen definitiv ist alt. Nadelschuss müsste eigentlich auch schon bekannt sein. Wenn nicht, dann habt ihr nochmal alles hier gesehen. Ich habe momentan was in Alchemiekessel drin. Also nicht wundern, wenn es Ping macht. Ich habe einfach mal während des mal ein bisschen die Kräuter mal zusammen gemischt. Einfach so. Mit den Alchemiekesseln sollte ich mal auch noch mal gucken, was ich so derzeit herstellen kann. Da werde ich mich aber noch mal ransetzen, Inventar gucken und gucken, was ich brauche. Wo ist sie denn jetzt hin? Habt ihr's? Ja, natürlich habt ihr es gesehen, aber sie ging hier lang und schwupp war sie weg. What the hell? Und da kommt sie wieder. Okay, alles klärchen. So, wir müssen zurück nach Fairybury. Da ist der einzige Weg dorthin, soviel ich weiß.
Und ich habe jetzt nochmal was nachgeguckt. Und zwar habe ich einen Kommentar bekommen bezüglich eines Rezepts in einer Stadt namens Fedor. Es kann sein, dass es ein Schreibfehler ist. Aber eine Stadt namens Fedor gibt es nicht in Dragon Quest 8. Ich habe alles recherchiert. Karte, nochmal auf speziellen Seiten, wo nochmal alle Städtenamen drin sind. Es gibt einfach diese Stadt nicht. Oder sie ist einfach in der Bonusstadt. Sie ist eine Bonusstadt, die nirgendwo auf der Karte verzeichnet ist. Oder halt auch nicht. Es kann sein, dass er sich verschrieben hat oder sich in einen Stadtnamen geirrt hat aus einem anderen Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das Video überhaupt sieht. Und zwar ist das Gardevoir Traunmagil. Es wäre schon schön, dass du mir vielleicht da aufklärst, wo ich diese Stadt finde. Das wäre echt nice. Also ich blende jetzt den Kommentar jetzt nicht ein, aber ich denke mal, derjenige sollte sich angesprochen fühlen. In der Zukunft wird das wohl, ja, ich hoffe mal, keine Ahnung, besser sein. So, erstmal Aura. So, der Hüttenmann, der ist auf der Karte nämlich dort unten gewesen. Am Wasserfall. Das weiß ich ja. Und von dort aus sollte ich mich nach etwas Besonderem... Okay, Ausschau halten. Denn dort soll es... Es ist so eine kleine Sidequest, glaube ich. Er sagte, man kann an einer gewissen Stelle was finden. Das sollte man den Typen dort oben wiedergeben. Aber dass das nicht ganz am Anfang aufgefallen ist, dass wieder... weil die Kamera immer hier bestimmt irgendwo hier unten ist. Einfach sich mal umschauen. Nö. Wir gehen einfach mal in eine Wasserfallhöhle und haben da oben einfach mal die Hütte nicht gesehen. So, Moment. Jetzt muss ich gucken, wie ich hier rüberkomme. Ich glaube, da hinten war ja die Brücke. Und zum anderen können wir endlich den Damenring, wo ich dachte, das wäre ein Diamantenring. Nein, den Damenring können wir nämlich jetzt auch jemanden geben. Und da wurde mir auch gesagt, wer ihn vermisst. Und ich kann mich auch ganz grob erinnern. Ganz grob nur. Da war ja irgendwas, aber ich wusste nicht, ob das passt. So, und mal kurz die Aura nochmal aktivieren. Wow, wir sind jetzt schon 8 Minuten rum. Oh, das ging aber jetzt flott mit der Zeit. So, ich begebe mich einfach mal hoch und spreche ihn mal an. Weil der gibt nämlich noch einen Hinweis bezüglich das, was wir vorhaben. Und es wird dunkel, das macht aber nichts. Selbst im Dunkeln sind die Monster hier ziemlich schwach. So. Nochmal hoch. Und dann schauen wir uns um. Ich sag auch gleich wonach. Dann ist es immer am einfachsten. So, wir gehen jetzt erstmal zum Hüttenmann. Zum Hirtenkäse, kann man ja auch sagen. So, weil er hat nämlich noch einen Text. Tut mir leid, Kumpel, aber ich habe meinen ganzen Käse verschenkt. Hä? Wo ich herkomme? Ach, das spielt doch keine Rolle. Wozu wollt ihr das überhaupt wissen? Ihr findet es sicher schon selbst heraus, wenn ihr euch nur lange genug umseht. Das ist der Hinweis. Also wenn man da jetzt wirklich nichts herausfindet, noch einen weiteren Hinweis, was er damit gemeint ist. Ich soll mich umschauen und dann wissen wir, wenn wir irgendwas bestimmt finden, wissen wir, wo er herkommt. Aber ich frage mich, wozu ist das wichtig? Meiner Erachtens. So. Dann stellen wir uns hier hin.
zoomen raus und schauen uns die wunderschöne Aussicht an. Aber nein, es wurde auch geschrieben, wir sollten uns nach einem roten Baum, beziehungsweise einem Baum mit roten Blättern, umschauen. Und da es hier nirgendwo einen anderen Baum gibt, außer den da hinten, werden wir uns auch gleich mal dorthin begeben. Und da hinten haben wir Fairyberry. Okay, ich dachte, da glitzert jetzt was, aber es ist wahrscheinlich nur eine Fackel, die angegangen ist. So, jetzt muss ich erstmal den Weg dorthin finden. Erstmal an der Brücke vorbei. Na, war doch so. An der Brücke vorbei. Jetzt ist die Frage, auf welcher Seite der steht. Und dort sollen wir auch was finden. Aber diese Aura, die ist ziemlich kurz an. Erinnert mich an 50 Schritte Schutz von Pokémon, ganz ehrlich. Dass ich da nichts was Besseres bekomme. Ja, spring doch einfach da runter. Jetzt muss ich auch noch einmal außen rum. Ist das dein Ernst? Ich habe auch noch versucht, diese Bombensplitter Felsenbombensplitter zu bekommen. Was war das denn jetzt? Ach, guck einer an, hier ist ein Monster, das wahrscheinlich nur nachts auftaucht. Okay, nehmen wir mit. Wadenbeißer. Ich dachte, hä, was ist das denn jetzt? Ich sehe doch irgendwas im Augenwinkel. Oh ja, einfach ein Monster. Und da schläfst du. Gute Nacht. Ich glaube, das sollte nicht sonderlich stark sein. Ja. Ist auch nicht. Ist, glaube ich, auch noch eine Kopfermonstermünze. Und der ist bestimmt nicht stark. Obwohl, 126 Angriff und Abwehr. Okay, da habe ich nichts gesagt. Nehmen wir als Reserve mit. Wir schmeißen. Okay, der ist schneller, hat aber weniger Leben. Schmeißen für Hummer draus. Hummer in freier Natur. Ja. Bringt ja nichts. Auch Schlappi. Schlappi, ernsthaft? Ja. Schade, dass man den Namen nicht ändern kann. Auch den Teamnamen kann man leider auch nicht ändern, denn ich habe tatsächlich ein N an der falschen Stelle hingesetzt. Abonnenten wird ja am Anfang mit Doppel-N geschrieben und nicht erst nach danach. So, jetzt habe ich mich verlaufen, glaube ich. Okay, jetzt gehe ich mir auf den Kurs. Und das ärgert mich ein bisschen schon. Ich wusste, wie man es ungefähr schreibt, aber ich wusste, dass es mit Doppel-N geschrieben wird. Aber nicht, an welcher Stelle das kommt. Weil ich denke immer, Abo und dann Nenten. Eigentlich hört sich das für mich nicht nach einem Doppel-N an. Also, jedenfalls für mich. Und die Aura ist nah. Ist ja natürlich ärgerlich. Dann sollte ich mich jetzt mal ein bisschen zügeln. So. Hier sind wir am Baum angekommen. Und hier soll was sein. Am Baum selber oder wo? Da hinten ist eine Truhe. Hier soll man eine Werkzeugtasche finden. Muss man den Baum anstupsen. Aber ich sehe nichts. Ist da eine Baumkrone oder wie? Oder wo finde ich seine Werkzeug? Oder in der Nähe? Vielleicht in der Truhe, das kann sein. Wir gehen jetzt mal zur Truhe hin.
gucke jetzt mal auf der Karte. Wo sind wir denn? Wo ist Waterhole? Wo haben wir das denn jetzt? Irgendwo. Achso, ich dachte mal auf der anderen Seite. Ach hier, nee, ist nur eine versteckte Kiste, sehe ich gerade. Goldmünzen, die wir so nicht aufbekommen hätten. Da solltest du mir noch mal genau sagen. Du siehst, ich bin jetzt hier. Aber am Baum ist nichts. Ich kann den Baum anklicken, aber da beziehungsweise andrücken oder wie auch immer. Da ist nichts. Also ich finde da die Werkzeugtasche nicht. Dann muss ich mich hier umschauen. Ich weiß es nämlich nicht. Oder hat dieser Vogel da die Werkzeugtasche? Hm. Also ich sehe hier tatsächlich nichts. Die liegt nicht da einfach rum. Wir kämpfen jetzt einfach mal den Autopilot. Ah ja. Auch gut. Schade. Okay, das war jetzt ein einfacher Sieg. Das heißt, das Monster ist bestimmt nicht stark. Das ist eine Schatztruhe. Kupfermünze, ja, war ja klar. Nee, tut mir leid. Du bist tatsächlich zu schwach. Ohne ein Wort zu sagen, okay. Ich glaube, man kann die immer wiederholen, wenn man möchte. Oder muss ich irgendwas Spezielles machen? Das hat er. Er sagt ja, am roten Baum. Warte mal. Ich guck noch mal. Also, die roten Wasserfall mit roten Blättern, eine Werkzeugtasche. Aber wo liegt die denn bitte schön? Ich sehe da, ganz ehrlich, ich sehe da keine. Also ich denke mal, du wirst bestimmt darauf einen Kommentar schreiben, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Oder muss ich hier irgendwie in den Büschen gucken? Ein Stein. Ich habe keine Ahnung. Liegt die irgendwo hier? Nö, ich sehe keine Werkzeugtasche. Nee. Ich würde die jetzt so gerne, ich würde die jetzt gerne machen, aber wenn das hier nicht funktioniert, oder ist das ein falscher roter Baum? Das schrieb zwar in der Nähe des Wasserfalls, aber da ist ja nicht mal annähernd in der Nähe. Ist ja verdammt ein langer Weg. Hm. Hier. Bei mir gibt es keine Werkzeugtasche. Bei mir hat sie sich in Luft aufgelöst wie die Frau vorhin. Kann ja sein, dass sie irgendwo versteckt ist, aber. Gott, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich hätte jetzt gedacht, die hängt da jetzt einfach dran. Wir nehmen die ab und bringen den Herrn die Werkzeugtasche. Aber scheint wohl leider nicht der Fall zu sein. Hm. Gut. Dann machen wir eben was anderes. Wir gehen nach Ascanta und geben den Damenring ab. Da muss er mir nochmal genauer konkret schreiben, wo ich was finde. Ob ich da irgendwas vorher noch machen muss, bevor die auftaucht.
Oder war es ein Fehler, den Käse abzuholen? Das kann ja alles sein, dass irgendwie das ein Ereignis...